So, Ferdinand, ich bin zurück. Isolierhose wurde aufgewertet. Ist ein bisschen teuer, ein bisschen schwieriger zu bekommen. Ein bisschen aufwendiger. Aber es lohnt sich. Auf alle Fälle. So. Ah, wobei. Guck mal. Na, wie bekommen wir das Zeug? Wo ruft er? Oh. Ferdinand, no. Sorry. Ich habe aus Versehen Elektroschock. No. Du arme Sau. Du armes Pferd, du. Ja, Schleimgelee. Easy zu bekommen. Mach's ein bisschen hier, da. Mach's ein bisschen da und dann fertig ist. Oh, ihr werdet nass. Na? Ich spreche mal nicht mit euch. Ihr könntet Jäger sein und ich mag mit Jäger sprechen. Ich greife mich mal an, die bösen Typen. Was ist denn da vorne los? Ach, die werden schon wieder angegriffen. Moment. Ferdinand, dreh um. Dreh um, dreh um, dreh um. Die ignorieren wir dieses Mal. Letztes Mal hast du mich dazu gebracht, die anzugreifen. Heute nicht. Heute möchte ich einfach nur vorbei. Da steht ein einzelnes Ding, aber danach kommt einfach nur wieder reine Leere. Wow. Diese Klippe da vorne. Oh, hier ist ein Strand. Ich war schon lange nicht mehr am Strand. Vor allem nicht mit dem Pferd. Schön hier. Eine kleine Bucht. Fluch der Karibik. Nice. Das nehmen wir doch gerne mit. So ein bisschen Fluch der Karibik-Feeling. Da ist eine Kiste. Das sind mehrere Kisten. Das sind voll viele Kisten. Meine Güte. Kisten im Sand. Wow, das ist keine Kiste. Das ist ein fucking... Wie heißt der? Oh. Schatz Octorok. Tatsache. Oh, ich habe gar keine Bilder vom Schleim. Nun, jetzt habt ihr einen Schleim. Gut zu wissen, dass es keine Dinger sind, sondern Gegner. WTF, ey. So, einfach mal rumlaufen lassen, dann bleiben die stehen und dann kann man die abschießen. Tja, was zum Teufel, ey. Aber gut. Oh, oh. Ja, auch am besten ein bisschen Schleimgelee. Und eine Krabbe. Krabbe, 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 Krabbe. Rüstungskrabbe. Auch gerne. Ich weiß, du hast jetzt Schiss vor dem Elektroding. Ich weiß, es tut mir leid. Mann, hast du ein Problem mittlerweile. Alles gut. Alles gut. Feindliche Festung. Huh. Der Strand erinnert mich auch ein bisschen an... Na, wie heißt das eine Gebiet? Aus Xenoblade X. Die Wüste. Das Wüstengebiet. Da war irgendwas... Es hat genauso einen Strand gehabt und genauso Sachen in der Luft und ein Krog in der Luft vor allem. Boah, das war mal ein Schuss, wa? Ja, das war mal ein Schuss. Sehr schön. Aber nichts wirklich, was hier interessant ist. Nicht mal einen Schrein oder so. Schade. Geh mal zurück. Chron scheint wirklich nicht so viel drin zu haben. Leider. Aber war auch nie wirklich die Region mit dem meisten Zeug. Das war eher so eine... Ja, das war einfach nur eine Waldregion, in der eigentlich nichts drin war. Ein großer Baum in der Mitte.
Der wahrscheinlich jetzt auch mittlerweile weg ist, aber... Meine Güte, sind hier viele Vögel in der Luft. Möwen, Möwen, Möwen. Ach komm, du magst das Wasser nicht? Du magst das Wasser nicht. Okay. Da vorne ist ein Feuer. Das heißt, da vorne ist jemand. Räubern und Brandschatzen. Ah, ist jetzt schön. Das sind sogar die Bösen. Hm. Dann wäre es so okay, aber nee. Gehen wir hier hoch. Was haben wir hier oben? Ja, Ferdinand, du kannst auch den Weg normal hochreiten. Das ist kein Problem. Ist ja nicht so, als wäre kein Weg. Kein Trampelfahrt. Tja, du bist ein Pferd, du. Du bist echt ein Pferd. Oh, hier kommt gerade Musik auf. Oh. Okay. Das. Okay. Das nehme ich mal. Aber dann reiten wir hier noch rum. Auch wenn es gerade regnet. Und kommen dann hier oben hin. Mann, ist das ein blöder Ort. Hier endet nämlich der Pfad. Aber wir kommen noch ein bisschen weiter. Einen kleinen Trampelpfad hinauf. Zu einem Ort. Wie diesem. Hallo. Schmacht. Schmacht. Nein, halt. Ich habe sie zuerst gesehen. Ich will gar nicht. Wir sind also Rivalen. Nein? Was für ein Glück. Ich heiße... Wabiski? Wabiski. Okay. Ich habe mich ein bisschen verlaufen und bin irgendwie hier gelandet. Und dann erblicke ich hier plötzlich diese wunderschöne Frau. Hier, mitten im Nirgendwo. Oh. Zuerst dachte ich ja, das wäre nur ein Trick. Vielleicht ein Geist oder ein Lockvogel für eine Bande von Wegelagerern. Ah. Aber all das würde nichts daran ändern, dass sie meine absolute Traumfrau ist. Ich muss sie einfach ansprechen. Ich hatte immer vor, meine Liebe mit einem Schleichglöckchen zu verkünden. Mm. Wenn ich nur ein Schleichglöckchen hätte, würde ich ohne zu zögern zu ihr gehen. Ach, was für eine Frau. Mm. Sie ist wirklich schön wie Schleichglöckchen. Findest du nicht auch? Schleichende Liebe. Ah. Wenn ich mir ihre imposante Haltung ansehe, vergesse ich sogar, dass es regnet. Sie ist eine Göttin. Mm. Ich möchte sie so gerne ansprechen, aber... Ich habe nichts dabei, worüber sich eine Frau freuen könnte. Wenn ich doch bloß ein Schleichglöckchen hätte. Kaum spreche ich darüber, schon habe ich seinen wunderbaren Duft in der Nase. Moment mal. Hast du etwa ein Schleichglöckchen? Bitte gib mir diese Blume. Bitte, bitte, bitte. Ja, bitte. Ich danke dir. Wenn ich damit nicht ihr Herz gewinne. Schmacht! Ich kann es einfach nicht. Meine Beine wollen sich kein Stück bewegen. Es tut mir leid, aber kannst du ihr die Blume vielleicht an meiner Stelle überreichen? Kein Ding. Keine Chance, kein Ding. Vielen lieben Dank. Hier, ich gebe das Schleichglöckchen zurück. Schleichglöckchen, eine Blume, die in Wäldern und auf Wiesen zu finden ist. Ja, natürlich. Vergiss aber nicht, ihr zu sagen, dass das Geschenk von mir kommt, ja? Das wird sie wahrscheinlich gar nicht erst denken, dass es von dir kommt. Weil du bist so schmacht. Schön viele Maxi-Rüben hier. Bin ich hier richtig? Ich frage mich, was sie überhaupt hier will. Scheint mir ein bisschen komisch zu sein, die gerode Dame. Ah, du bist ja nicht total aggressiv von der Stimme her.
Savak. Hm? Ein schicksalhaftes Treffen mitten in strömenden Regen. Bist du etwa der Wo... Was? Voi? Voi? What? Voi? Meiner Träume? Na wohl kaum. Aber das hier ist schon der legendäre Liebesteich, oder? Auf der anderen Seite steht nur ein komischer Voi. Ob ich den Voi meiner Träume wirklich hier treffe? Hm? Was ist? Von dem Typen da. Hm? Oh? Dieser Voi schenkt mir Blumen? Hm. Du scheinst die Wahrheit zu sagen. Oh, das ist ein Schrein. Ha? Also hast du mir diese Blume geschenkt? Es tut mir leid. Bestimmt magst du es gar nicht. Das Schleichglöckchen meine ich. Was für ein Unsinn. Das ist meine absolute Lieblingsblume. Aber woher konntest du das wissen? Vielleicht bist du ein feindlicher Spion. Nein, natürlich nicht. Schleichglöckchen sind auch meine Lieblingsblumen. Deshalb hatte ich schon immer vor, einmal der Frau meiner Träume eines zu schenken. Oh, Batterieleistung lässt nach, ernsthaft. Mies! Deiner Träume? Du meinst, wir sind füreinander bestimmt? Dann bist du vielleicht der Voi meiner Träume? Also gut, dann raus damit. Hm? Hä? Hä? Sag mal, bist du schwer vom Begriff, was ein Voi zu einer Wai sagt? Hä? Ich liebe dich, oder wollen wir einmal ausgehen oder sowas halt? Ja, natürlich, mit Freunden. Hast du das gehört? Sie hat mir ihre Liebe Boah, du bist so ein Volldepp, ey. So etwas hat noch nie eine Frau zu mir gesagt. Und jetzt höre ich es aus dem Mund meiner Traumfrau. Ich verschmachte. Schön ist es, auf der Welt zu sein. Ich weiß nicht, wie ich dir danken soll. Das hier ist ein Zeichen, ein kleines Zeichen meiner Anerkennung. Wahnsinn. 20 Rubine. Warum bist du denn so knauserig? Mehr bin ich also nicht wert? Hier, bitte verzeih. 100 Rubine, ey, oh. Schon besser. Hey, du. Du. Nun ja, du hast mir geholfen. Ich hoffe, du findest auch mal so eine gute Wai wie mich. WTF. Ja, der Typ ist echt schwer vom Begriff, oder? Ist ja grausig. Das ist so grausig. Die tut mir irgendwo leid, aber irgendwo... Naja, die haben zueinander gefunden. Wie auch immer. Sehr, 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 sehr komisch. Sehr komisch das Ganze. Ja, meine Batterieleistung lässt ein bisschen nach von dem Pro Controller. Unfassbar eigentlich. Aber den Krog nehme ich nur mit. Denn bevor mir mein Controller ausgeht, wäre es gar nicht so schlecht, eigentlich ein Part zu beenden, ne? Denn, nun ja. Wir haben ein konkretes Ziel für den nächsten Part. Boah, was sind's da unten? Zwei Schreine. Einmal da unten. Und einmal da oben. Und ansonsten sehe ich hier wirklich gar nichts auf der Karte. Ich weiß nicht, ob es hier eine große Fee gibt oder nicht. Ist voll komisch. Ich meine, das müsste eigentlich eine große Fee geben irgendwo. Am Eichsee? Im Eschsumpf? Nicht, Moment. Das ist das falsche Dingens. Falsche Karte. Ich muss hier unten schauen. Irgendwo hier scheint mir nirgendwo eine große Fee zu sein. Das ist echt ein bisschen komisch. Hier vorne wäre eventuell irgendwas. Aber sieht auch nicht danach aus. Von daher weiß ich gar nicht, ob hier eine große Fee gibt oder nicht. Ich hasse es. Ja, scheint, als wäre hier unten einer und da oben irgendwo einer. Auf jeden Fall ist da hinten einer. Da oben. Mal schauen. Gut, aber ich würde sagen, da unten gehen wir im nächsten Part hin. Aber ich bin dafür raus. Ich danke fürs Zuschauen. Und ich sage, bis dahin. Ciao, ciao.
Schmacht.